Link wieder kopieren. Tragischerweise weiterhin ohne Sound. Dann noch was öffnen. Bisschen leiser bei mir noch. So, jetzt bin ich aber endlich mal fertig. Flächen einfärben. Damit kommt man schneller weiter. Das dauert das immer länger. Es soll ja auch klobig aussehen. Trolle sind nicht für ihre filigrane Art bekannt.
Ich verschmelze diese Ebenen jetzt mal. Ah, doch, doch. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Idee aktuell. Und dann hiermit weiterzumachen. Es hat vor allem den Sinn, dass ich mich nicht zu sehr verzettel. Auf zu vielen Ebenen. Was mir leider immer noch viel zu oft passiert. Ja, Trolle haben vielleicht nicht in dem Sinne Hauer, aber irgendwie muss man die schräg gewachsenen Zähne ja mal darstellen. Aber dieser Troll wird nicht aufhören, vor sich hin zu lächeln, nur weil er nicht unbedingt das Hübscheste hat. Das ist bisher wahrscheinlich der fröhlichste, netteste Charakter in der Gruppe. Ein Herzchen. Die Haare ein bisschen weniger ölig und fettig aussehen lassen. Deswegen gerade noch mal der Versuch, es federn zu lassen, damit das so ein bisschen organischer wirkt. Dann mache ich ihn gerade extra nochmal unter der Wulst heller, damit das Auge noch tiefer wirkt. Das
also tatsächlich schon wieder ein Rücklicht entstehen konnte innerhalb der tiefen Augen. Weil ich will jetzt nicht, dass, also Trolle sollen halt nicht in dem Sinne hübsch aussehen. Irgendwie muss das geringe Charisma, finde ich, ja auch rüberkommen. Und ich sage, dass halt eher die Physik als der Charme des Charakters ist. Wenn ich immer es schöner finde, wie man etwas findet, was Charisma darstellen kann, das nicht automatisch Model-Aussehen ist. Ich will jetzt nämlich nicht sagen, dass er wirklich uncharismatisch ist. Das ist halt nicht sein Hauptpunkt. Aber das ist auch immer, ich weiß nicht, Rollenspielcharaktere werden gezeichnet wie die Verfilmung sie casten würde. Ich bin mir sehr sicher, dass so der ein oder andere Charisma 1 Charakter im echten Leben eher so ein creepiger, öliger Typ wäre. Habe ich auch schon als Spielkonzept gesehen, dass jemand wirklich so einen geringen Charisma-Wert absichtlich mit sowas darstellt. Aber die meisten Nicht-Charisma-Charaktere sind einfach nur Leute, die keinen Plan davon haben. Jojo. Du. Haare smoothen. Ist momentan auch so ein bisschen, weiß nicht, ölig. Ich hoffe, das kriege ich jetzt so ein bisschen ausgebügelt. Sollen halt auch nicht ganz schwarz sein. Gucken wir mal, was mir da noch einfällt. Ja, zumindest grundsätzlich mag ich den semi-cartoonigen Stil, den es momentan hat. Das finde ich generell schön. Ist halt nicht super Realismus ist, den ich hier zeichne.
Das fühlt sich ein bisschen größer und damit passender zum Charakter an. Moin Moin Antafis.
Gut, das ist definitiv jetzt gerade ein sehr nordisches Moin. Selbst mein innerster Student findet 16:20 Uhr noch nicht morgendlich. Aber der Rest von mir findet generell das nordische Moin gut. Es wird dann der Hauptgrund, warum ich heute zum Beispiel. Ach, ist ja doch jemand da. Ja, durchaus. Ich muss nur erstmal hochgucken, um was zu sehen, da ich jetzt bisher recht ruhigen Chat hatte. Aber ich habe ein cooles Porträt und ich möchte es heute gerne fertig machen. Jedenfalls den Schwarz-Weiß-Part. Es kriegt hinterher noch eine einzelne Highlight-Farbe. Aber man will ja seine Pandemiezeiten und den Luxus auch ein bisschen nutzen. Wer weiß, wann ich das nächste Mal so viel Zeit haben werde. Bei mir ist immer Moin. Sehr gut. Ich musste mir ja die kulturelle Ausrede, Moin sagen zu dürfen, durch einen Patenvater holen. Aber ich nehme es, wo man es kriegen kann. Außerdem hat es auf mich als Kind starken Einfluss hinterlassen. Kleiner, kleiner, kleiner. Oh, drei Zuschauer. Mehr. Behold my eternal fame. Aber ich mag das Bild, an dem ich gerade sitze. Ich zoome mal gerade ein bisschen aus, dass man es im Ganzen sehen kann. Der hackende Troll meiner Gruppe. Ich bin immer ein großer Freund von Leuten, die nichts. Nur die naheliegenden Rassen spielen. Ich meine, ich spiele selber verdammt gerne Face und Elfe. Das ist halt die Klischee-Kombination. Aber zum Beispiel mein aktuelles Elfen-Face ist wenigstens sehr aggressionsgestört und möchte kämpfen. Das klingt jetzt zwar nicht unbedingt gut, aber sie möchte häufig. Gleich das noch mit den anderen Porträts. Zum Beispiel ist mehr Schwarz in Ordnung. Das ist dann jetzt die vorher genommene Grundrichtung. Mehr Schwarz! Mein innerer Goff appreciates.
Schatten. Jetzt vielleicht ein bisschen Teeschatten. So gut funktioniert, wie ich mir es erhofft habe. Ich bin wieder sehr leise. Gottverdammter. Da muss ich doch mal rumspielen. Wie ist der Sound denn jetzt? Ich meine, jetzt werde ich erstmal warten müssen wegen dem Lag, bis ich dann vielleicht tatsächlich zu hören bin. Aber man nimmt ja, was man haben kann. Nee, ich möchte nicht, dass deine Ohren leiden. Das ist es vielleicht nicht wert. Außerdem bin ich bisher ja gar nicht so viel am Labern, von daher. Aber ich muss auch sowieso mal demnächst ein bisschen Technik-Upgrade betreiben, ein neues Headset kaufen. Ein besseres. Oder einfach gleich mal ein Mikro. Mal gucken. Schaden kann es eigentlich nicht. Dafür bin ich dann doch zu gerne jemand, der auch schlichtweg im Alltag lieber Voice-Nachricht benutzt, als für jeden Kleinkram zu tippen. Ich finde es einfach persönlicher. Wie kommst du darauf, dass das ein Shadowrun-Charakter sein könnte? Immer diese unterschwelligen Dinge. Tatsächlich muss ich da auch gleich nochmal ein bisschen Freiraum, der kriegt da noch ein bisschen Cyberware angesetzt. Der Hacker unserer Herzen. Da erinnert mich nämlich, krieg da noch ein bisschen Einbauten. Wenn mein Headset den Geist aufgibt, kommt bei mir als nächstes auch ein Standmikro her. Ja, also ich werde wahrscheinlich, also da muss ich mir das halt überlegen, weil ich bevorzuge ganz, ganz massiv drahtlose Headsets. Das ist für mich deutlich angenehmer. Ich bin halt auch, wenn ich jetzt im Alltag mit Leuten telefoniere oder so, finde ich das sehr schön, noch Haushalt machen zu können, während ich das Headset auf habe. Also ich bin dieses Klischee-Mädchen, das dann mit Handy durch die Gegend laufen will. Aber auch das ist ein bisschen schöner mit gutem Sound. Aber die transportablen, drahtlosen Mikros, die wirklich taugen, sind halt auch deutlich teurer. Von dem, was ich bisher da gesehen habe.
Ja, das Geld fällt so selten aus dem Himmel. Da muss man sich entscheiden, was wo auf der Prioritätenliste steht. Ich meine, ich war jetzt auch gerade erst wieder verantwortungsvoll und habe vor allem Geld in meine Rentenversicherung eingezahlt. Also fun, fun, fun. Headset fürs Handy ist noch was anderes, aber für PC und für Stream ist sowas eigentlich nicht geeignet. Kommt drauf an. Also es gibt drahtlose Headsets, die durchaus taugen. Das ist natürlich nicht perfekt fürs Streamen, aber ein gutes drahtloses Headset ist immer noch besser als ein billiges Headset mit Draht. Zumal ich fast immer, wenn ich telefoniere, über meinen Festrechner digital telefoniere, Discord und Co. Das geht zwar auch via Handy, aber nicht ganz so meines. Na, da hole ich mir noch eine Einstellungsebene. Korrekturebene. Helligkeit und Kontraste. Tonleitkorrektur. Das war's. Wenn dein PC Laptop Bluetooth hat, dann kannst du das Bluetooth-Headset vom Handy dafür nutzen. Ist halt nur die Frage, wie groß die Reichweite davon ist. Normalerweise sind meine Headsets irgendwo von 15 bis 25 Meter Reichweite, also so viel Wohnung habe ich nicht. Da müsste ich ja genügend Geld für ein Haus haben.
Ganz finde ich noch nicht, was ich suche. Ich glaube, das gefällt mir vom Gesicht her gerade am besten. Auch wenn das heißt, dass ich noch mal ein bisschen mehr in die dunklen Tiefen gehen, um sie einzupassen. Ölfarben machen Spaß. Ich weiß, das ist einfach so ein Brush in Clip Studio Paint. Der ist so super cremig und hat trotzdem so ein bisschen Struktur und Textur. Ganz große Liebe. Hallo Daniel. Das sieht so erwachsen aus. Es könnte daran liegen, dass der Typ nicht mehr 13 ist. Und schneller altert. Waldroll. Weiß auch nicht, wie ich auf diese Idee komme. PS, er tippt. Ertappt. Ertappt. Hust. PS, oh mein Gott, seine Haare waren eine Herausforderung. Ich habe ihm jetzt insgeheim die Haare von einem befreundeten Menschen gegeben. Live fast, die young. Ach, wofür gibt es denn Zellbehandlung? Wir brauchen dafür nur noch ein paar Jahre. Strick, strick, strick. Wie alt ist der Charakter jetzt gerade eigentlich? Bei meinem Charakter muss ich darauf so wenig achten, deswegen weiß ich sowas nicht. Würde mich jetzt interessieren. Ich meine, beim Gnomen und bei der Elfe ist es halt echt irgendwie irrelevant, wie alt sie sind. Das tut sich nicht viel. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Zeitsprünge jetzt gerade dazwischen sind, deswegen frage ich. Er war mal der Älteste. Gut, er dürfte immer noch der Älteste sein. Der Punkt hat sich, glaube ich, nicht geändert, mathematisch und so. Haha, meine 3 in Mathe kommt zurück. Obwohl, ich hatte tatsächlich meistens sogar eine 2 in Mathe. Mist. Okay, wann waren Bannerons? Ich glaube, die 30er? Ha, wir sind echt gut.
Wenn es in den 30ern war, 30, 40, 50, 20 Jahre könnte hinkommen, also müsste der jetzt so Ende 30 sein? Oh, scheiße, bei der Lebensspanne von Trollen mache ich mir gerade ernsthaft Sorgen um dich. Aber um solche Probleme gibt es ja Wege drumherum. Ich glaube, Trolle haben offiziell eine Lebensspanne von irgendwie so 50 Jahre oder sowas. Oder war es 70? Boah. Ich wechsle da immer Orks und Trolle sehr schnell. Ich weiß, dass beide kürzer sind, aber einer war krass kurz und der andere war okay. Ich glaube, das waren die Orks, die nur so 50, 60 werden. Ja, das hier geht schon mal in die richtige Richtung. Ich muss mir das gerade so ein bisschen mit in Entfernung angucken. Jetzt mal kurz auf einen anderen Bildschirm, damit ich sehe, wie die Values auf anderen Ebenen rüberkommen. Oh, das sieht ganz okay aus. Ich glaube, dann mache ich auch bald Schluss. Dann kriegt er noch so ein bisschen Farbhighlight. Überleg noch, ob es sein Hemd wird. Naja. So, ich würde sagen, wünsch dir noch mal letzte wunschmäßig, ob dir irgendwas einfällt. Ja, 35 waren die Bären, also 20 Jahre her. Dann bist du jetzt 34. Hallo Xelebor. Daniel, dann darfst du mal gerade was zu dem Typen sagen, ist schließlich dein Charakter. Letzte Wünsche. Sonst bleibt er erstmal so und ich gehe ans nächste. Wahrscheinlich ein gewisser Gnom. Oder ich mache sogar bald Schluss. Hatte heute nicht vor, super lange zu streamen. Aber ich habe wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier fertig bin, einen einmal die Woche Streamplan für den nächsten Monat. Das werde ich dann auf jeden Fall posten. Ach, jetzt tauchen die ganzen Zuschauer auf. Na gut, dann fühle ich mich irgendwie verpflichtet nach einer kleinen Pause mit Kaffee. Never mind me. Ich höre doch nicht auf mich. 34. Wie konnte das nur passieren? Witzig. Sehr schön. Wird es vor allem auch erstmal wieder gespeichert. Ruhig.
Ich überlege, ob er sonst vielleicht einfach so eine Art Neon-Orange in den Hintergrund kriegt. Aber das werde ich dann gleich testen. Du, habe nur Spaß. Ich träume währenddessen davon, irgendwann mal die Tage vielleicht zu grillen. Stefans Geburtstagsüberraschungstorte liefern. Ich will auch eine Torte, aber ich habe noch nicht Geburtstag. Ah, danke. Trolle werden im Durchschnitt 55 Jahre alt. Fern bist du jetzt im mittleren Alter angekommen. Hart. Wobei das Durchschnittsalter von Trollen ja auch so ein bisschen manipulativ ist, weil die meisten Trolle in Armut leben. Also es gibt ja genügend In-Game-Aussagen, dass sie sehr wohl auch so 70, 80 locker werden können, vielleicht sogar älter als Menschen, wenn sie denn ein gesundes, ruhiges Leben führen dürfen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Troll ein gesundes, ruhiges Leben führt. Vielleicht nicht auf der Straße. Er ist zumindest kein Junkie. Das ist so gut wie die Aussage gewesen, Troll und sein Lebensstil wird flüchtig. Midlife Crisis verpasst. Wieso? Du hast doch noch Chancen, das zu machen. Das wird dich auf jeden Fall noch nicht verlassen. Dann entschuldige ich mich für 5 Minuten, mache eine Kaffeepause, dann geht es auch weiter. Das heißt, ich werde einmal kurz wieder den Stream unterbrechen, weil wir erinnern uns, mein Computer wird sonst irgendwann ein kleines bisschen kaputt sein. Der See in der Hut war bestimmt gesund. Zumindest hast du ihn überlebt. Unsere Nachbarschaftssee mit kleiner Insel war reizend. Ha. Haha, wie das Wasser. Reizend. Ja. Dann, ich poste sofort wieder die Links auf Facebook und in den Discord-Channel, damit ihr sofort wieder beitreten könnt und bin in 10 Minuten wieder da. Spätestens.